Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den Monat Dezember 2016. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen des Weihnachtsmonats. Ja, ihr Lieben, durch die rosa Brille sieht alles so schön aus. Ihr seid heiß begehrt und viele von euch sind auch wirklich frisch verliebt. Aber manche Jungfrau wird wohl auch ernüchtert werden. Nicht traurig sein, ab dem 19. sind neue Verehrer in Sicht. Also, das kann ein romantisches Weihnachten werden. So, mehr dazu gleich, jetzt aber erstmal zum Erlebnishintergrund, also zu den Aspekten, die langfristig auf euch wirken. Und da haben wir dann immer noch die Romantik-Konstellation Nummer 1, der Mondknoten, der Verbindungen mit wichtigen Menschen und Seelenpartnern anzeigt, ist in eurem Zeichen und in eurem Partnerhaus ist Romantikplanet Neptun. Also, wenn ihr euch noch nicht verliebt habt, dann könnt ihr euch auch in diesem Monat wieder heftigst verlieben. Und wie gesagt, klar, es ist auch eine Gefahr von Enttäuschung dabei, aber für viele wird es auch gut ausgehen. Wer könnte, ach ja, das sind besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 27. August und dem 2. September Geburtstag haben, die also diese Konstellation spüren. Ja, wer könnte enttäuscht werden? Vielleicht diejenigen, die zwischen dem 8. und dem 14. September Geburtstag haben. Das sind nämlich die Jungfrauen, die jetzt hier Saturn, den großen Ernüchterer, im Quadrat zur Sonne stehen haben. Ja, also das ist eine Konstellation, die einfach dazu führt, dass Dinge sich vielleicht nicht so schön entwickeln, wie sie am Anfang aussahen. Und das kann den Grund haben, dass ihr Verpflichtungen habt von Seiten der Familie, die euch einschränken, wo ihr Verantwortung zeigen müsst oder auch in Bezug auf eure Wohnsituation, euer Heim. Auch da kann es Sachen geben, die dazwischen funken, sodass ihr euch nicht der Liebe widmen könnt. Ganz wichtig für alle Jungfraugeborenen, die sich jetzt verlieben, lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit damit, denjenigen näher kennenzulernen. Wie immer gilt bei der 90-Tage-Regel, erst nach 90 Tagen dürft ihr eine neue Romanze ernst nehmen. Und wenn ihr es aushaltet, würde ich auch so lange warten, bevor ich demjenigen näher rücken würde, weil dann tut es auch nicht so weh, wenn man es wieder auseinandergeht. Ja. Und so manche Jungfrau wird vielleicht sogar erleben, dass sie denkt, boah, nach 6 Wochen schon, ich weiß, den will ich heiraten, das ist die Liebe meines Lebens. Vorsicht, Vorsicht, okay? Denn wenn euch jemand wirklich liebt, dann wird er euch auch die Zeit geben, die ihr braucht. Weiterhin gilt, dass ihr einfach auch hoch im Kurs steht. Der Mondknoten bringt immer eine ganz tolle Energie in das Zeichen, in dem er gerade steht. Und er steht eben in der Jungfrau. Das bedeutet, das Zeichen Jungfrau ist einfach sehr wichtig und alle seine Wirkungen sind verstärkt. Und das gilt natürlich eben auch für diejenigen, die in der Jungfrau geboren sind. Die stehen einfach hoch im Kurs, haben auch eine ganz tolle Ausstrahlung. Und ich habe es ja letztens schon gesagt, so mancher mag sich vorkommen, als hätte er einen Zettel mit Seelenpartner auf der Stirn stehen. Denn sicherlich wird es eben auch Menschen geben, die das in euch sehen und das wirklich euch auch dann auf den Kopf zusagen. Und dann kann sich ja auch herausstellen, da wäre dann wieder hier Saturn, Verpflichtungen. Vielleicht hat man aber schon jemand anders geheiratet oder hat schon eine Familie und der Seelenpartner begegnet einem erst später im Leben. Dann kann man das ja auch nicht alles einfach so fallen lassen von jetzt auf gleich. Das kann es zum Beispiel auch sein, dass Saturn hier steht. Ihr habt einfach Verantwortung und ihr seid ja auch vernünftige und zuverlässige Jungfraugeborene und das schmeißt ihr nicht so einfach über einen Haufen. Deswegen lasst euch auf jeden Fall Zeit, egal wie auch die Umstände sind. Lasst euch auf keinen Fall überrumpeln. Das ist aber auch eher unwahrscheinlich, weil die Menschen, die euch hier begegnen mit dem Neptun in den Fischen, das sind auch jetzt mehr so entweder feinsinnige Typen oder Künstlertypen oder ganz romantische Typen. Es ist eher möglich, dass euch jemand vielleicht um den Finger wickelt, der aber eigentlich nur will, dass ihr sein Leben aufräumt. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Deswegen, ne? Also ganz tolle Romantikkonstellation, ganz fantastisch für die Jungfraugeborenen, aber eben mit so ein bisschen der Gefahr, dass es sich als Irrtum herausstellt. Und deswegen solltet ihr euch schön Zeit lassen und das genießen und am Anfang auch nicht gleich auf Tuchfühlung gehen, sondern da soll euch erstmal jemand ein bisschen umwerben. Ne? Aber da drin seid ihr ja sowieso gut. Ihr seid ja sowieso recht gut da drin, durch Tändeln und Flirten jemand anders um den Verstand zu bringen. Genau, dann gibt es die Geburtstagskinder, die vom 6. bis 9. September Geburtstag haben. Die haben jetzt Machtplanet Pluto hier im Trigon zur Sonne stehen.
der steht überhaupt für die Jungfrau Geborenen sehr, sehr interessant, denn der steht bei euch im fünften Haus der Kreativität und der Sexualität. So mancher Jungfrau Geborene wird jetzt auch bereit sein zu experimentieren bei der Sexualität und Grenzen zu überschreiten und vielleicht auch Tabus zu überwinden. Dafür spricht auch, dass die Lilith für euch auch in einem günstigen Aspekt steht. Die steht im dritten Haus, da habe ich mir notiert, Zauberworte sprechen. Lilith in drei, das ist die Aufgabe, indem man einer Sache den richtigen Namen gibt, sie zu verzaubern oder auch zu entzaubern, je nachdem. Und wenn ihr jetzt wirklich vielleicht in einer ganz tollen Liebesbeziehung seid, dann könnt ihr eben auch durch das richtige Liebesgeflüster die Sache noch mehr anheizen. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass ihr euch traut, Grenzen zu überschreiten. Ja, das Quadrat Saturn habe ich ja schon erwähnt. Das betrifft die Geborenen vom 8. bis 14. September. Und ja, das sind eigentlich so die wichtigen Tendenzen für euch. Glücksplanet Jupiter steht weiterhin für euch im zweiten Haus, im Geldhaus, Geld und Selbstwert. Da läuft es für euch wahrscheinlich ziemlich gut zurzeit. Steht auch im guten Aspekt hier zum Mars, der für euch im Haus der Arbeit steht. Also, aber weil das ja jetzt ein Liebeshoroskop ist, gehe ich da nicht näher drauf ein. Aber ich denke mal, in der Richtung werdet ihr vielleicht gut zu tun haben. Aber das sieht alles recht positiv und schwungvoll aus für euch. Dann gehen wir jetzt mal in die aktuellen Konstellationen. Der Auftakt des Monats wird schon durch den Neumond am 29.11. gebildet. Auch der fällt diesmal bei euch ins Haus der Familie. Also dieses Thema, die Verantwortung, die ihr für die Familie habt oder für eure familiäre Situation ganz allgemein, die, vielleicht auch die Eltern, die spielt eine ganz wichtige Rolle jetzt auch im Dezember. Ich meine, es ist ja auch gerade zu Weihnachten recht logisch, ne? Da ist ja oft so, dass man sich darüber Gedanken macht, aber vielleicht seid gerade ihr in einer Situation, dass ihr helfen müsst und vielleicht auch euch einsetzen müsst, obwohl ihr selbst gerne was anderes tätet, aber man sich dann eben ja auch doch auf euch verlassen kann. Da müsst ihr dann eben kreativ sein und schauen, denn kreativ seid ihr. Gerade am Anfang des Monats steht die Venus noch, auch noch bei euch im Haus der Kreativität. Da müsst ihr euch kreativ was einfallen lassen, wie ihr euch doch noch Zeit nehmt, auch für die Liebe, wenn das wichtig ist für euch. Ne? Genau. Also zu Neumond könntet ihr eben mal drüber nachdenken oder meditieren, über eure Familiensituation, Verpflichtungen, vielleicht auch, wie ihr die Aufgaben so verteilen könnt, dass ihr auch Zeit für euch habt. Es kann aber auch einfach mal ganz positiv gesehen sein, dass ihr darüber nachdenkt, wie könnt ihr euer Heim neu dekorieren, verschönern, da was anders machen. Ich kenne zum Beispiel eine gute Freundin, die ist Jungfrau und die hat gerade ihre ganze Wohnung komplett umgeräumt und neu möbliert und ist von einem Zimmer ins andere umgezogen. Das kann es eben auch mal sein und das wird jetzt von dem Neumond ganz schön betont. Da habt ihr vielleicht dann auch schöne Ideen dazu. Genau. Dann, nächster wichtiger Punkt für euch, ist, dass der Merkur in den Steinbock geht. Am 3., das ist gut für euch, geht dann auch hier ins fünfte Haus der Kreativität. Ihr habt einen guten Zugang zu euren Ideen, fällt euch viel ein und es sind auch Sachen, die nachhaltig sind. Der bleibt da für den Rest des Monats, wird dann aber rückläufig. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Ich mache das hier chronologisch, ne? So, also bis zum 7. solltet ihr auf jeden Fall noch die Gunst der Venus nutzen für die Liebe, für eure Kreativität, auch vielleicht im Hinblick auf Weihnachten. Die Venus geht dann ins sechste Haus der Arbeit. Arbeit, Gesundheit, die Notwendigkeiten, das kennt ihr ja auch gut, da setzt ihr euch ja auch oft ein. Das wäre dann ab dem 7., da ist sie dann aus dem Bereich eurer Liebe und Sexualität so ein bisschen raus. Aber andererseits ist das dann wieder eine Konstellation für Flirts im Job, ja? Flirts im Büro vielleicht. Also die Solo-Jungfrauen, die treffen dann da vielleicht jemand, mit dem es ein bisschen prickelt. Könnte ja auch jetzt sein bei einer Betriebsweihnachtsfeier. Aber im Hinblick auf diese Konstellation, denkt dran, ne? Seid vorsichtig. Haben wir ja jetzt drüber gesprochen. Genau, ja. Und dann ist die nächste wichtige Konstellation für euch der Vollmond. Der ist am 13., 14., also in der Nacht vom 13. auf den 14., beleuchtet bei euch auch nochmal ganz stark die Achse Familie und auch hier persönliche Ziele, Entwicklungsziele und auch berufliche Ziele. Also auch da müsst ihr mal drüber nachdenken und vielleicht seht ihr dann auch schon ein Ergebnis beim Vollmond. Entweder, dass die Ideen, die ihr hattet, Früchte tragen oder dass ihr anfangt, das umzusetzen oder vielleicht eben auch, wie ihr eure Aufgaben besser verteilen könnt, denn ihr habt ja eben auch viel zu tun, ihr habt wahrscheinlich auch einen Beruf und müsst euch eben auch ein bisschen um euch selber kümmern. Genau. Dann haben wir
Am 19. eine entscheidende Konstellation für euch. Super wichtig. Da geht nämlich der Mars in die Fische und damit in euer Partnerhaus. Ist für alle weiblichen Jungfrauen ganz genial, denn das bedeutet, neue Verehrer tauchen auf. Also falls ihr noch Solo seid, auch wenn es kurz vor Weihnachten ist, da beginnt eine prickelnde Zeit, die ja auch dann in den Januar reingeht. Denn der Mars zeigt also die jüngeren Männer an, knackige Verehrer und in den Fischen, aber eben auch welche, die sensibel sind, interessant sind, vielleicht künstlerisch begabt sind und die euch von daher gefallen. Also achtet mal drauf. Gleichzeitig wird der Merkur rückläufig und das ist natürlich für euch jetzt sehr, sehr wichtig, weil Merkur herrscht in der Jungfrau. Das könnte euch stark beeinflussen, dass es so ein bisschen eure Abläufe durcheinander bringt. Passiert jetzt für euch im Haus der Kreativität und auch der Sexualität? Also es könnte im Bett zu Missverständnissen kommen oder vielleicht auch zu ulkigen Situationen, ja, weil irgendwas nicht funktioniert, wie man das wollte. Können ja auch irgendwelche Sextoys sein, die auf einmal den Geist aufgeben. Dann könnt ihr das alles auf Merkur rückläufig schieben. Was natürlich wichtig ist, auch, es kann auch bei einem Date dann vielleicht zu Missverständnissen kommen, dass man sich nicht trifft oder, also das kann sogar euch dann mal passieren, dass ihr ein Date vergesst oder verschwitzt oder das Datum nicht richtig eingetragen hattet. Da müsst ihr dann natürlich drauf achten, besonders wenn das dann so ein fischehafter Typ ist, der sich dann vielleicht schmollend zurückzieht und nicht mehr erreichbar ist. Das wäre ja blöd. Also schaut mal, wie sich das für euch dann auswirkt. Aber ich denke mal, es wird keinen negativen Einfluss auf euer Sexvergnügen haben, abgesehen eben von kleineren Missverständnissen oder technischen Ausfällen. Naja, das ist ja dann auch nicht so schlimm. Denn der rückläufige Merkur bedeutet ja, dass man forschen und in sich gehen kann. Also der ist zwar jetzt nicht so gut zum Pläne machen oder zum Abläufe, also für die Struktur der Abläufe, aber er ist gut für alles, was Tiefe bringt. Und er ist mit Pluto da zusammen. Und das ist bei euch im Haus der Sexualität. Also es gibt keinen Grund, warum ihr diese Tendenz, euch tiefer auch auf neue Sachen einzulassen oder vielleicht auch auf Tabugrenzen, dass ihr die überwindet, ne, das macht da mal ruhig weiter. Das ist sehr interessant für euch und eine ganz große Entwicklungschance. Vielleicht auch Stichwort Tantra-Sex mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt. Denn das wäre jetzt die Verbindung hier auch zu Neptun, der Spiritualitätsplanet im Partnerhaus und dann auch Mars in den Fischen. Das könnte eine gute Verbindung sein hier, dass man das vielleicht mal probiert, die spirituelle Kraft der Sexualität auszuprobieren. Da gibt es auch sehr schöne Bücher zu und sehr schöne Publikationen. Könnt ihr euch ja mal schlau machen, ob das was für euch wäre. Genau. Man darf natürlich nicht verschweigen, dass Mars im siebten Haus auch Konflikte anzeigen kann. Mars ist ja auch so ein bisschen der Streitplanet, aber jetzt steht er ja in den Fischen. Das ist eigentlich eine sehr angenehme Energie. Also auch Streitigkeiten werden wahrscheinlich nicht so unangenehm ausfallen oder so eine Kabbelei hat, das kann sogar wieder mehr Stimmung bringen. Nur wenn ihr merken solltet, dass so ab dem 19., 20. so eine gewisse Neigung zu Streitigkeiten aufkommt, dann liegt das eben an dieser Mars-Konstellation, dass ihr da einfach ein bisschen drauf achtet. Und gerade auch, wenn der Merkur hier rückläufig ist, ne, dass es nicht etwa über Missverständnisse zu Streitereien kommt. Also, dass der Partner vielleicht vergessen hat, irgendwas vom Weihnachtsmarkt mitzubringen oder so, ist kein Grund, sich wirklich drüber aufzuregen. Genau. So, dann haben wir die Konstellation der Wintersonnenwende. Da geht dann auch die Sonne bei euch ins fünfte Haus dann für den ganzen Monat, während sie im Steinbock steht. Ist auch wieder eine ganz tolle Betonung eurer Sexualität, Liebe, Kreativität. Es kann auch ein schönes Thema rund um eure Kinder sein, vielleicht, dass die euch besonders schöne kreative Geschenke schenken. Auf jeden Fall ist es eine positive, gute Energie für euch und bringt wahrscheinlich auch eine Aufbruchstimmung für euch. Und schaut euch bitte auch nochmal in der kosmischen Schwingung an, was ich dazu gesagt habe, weil es ist eine ganz tief spirituelle Konstellation und alle Jungfraugeborenen, die spirituell unterwegs sind, und das sind viele, wie ich weiß, oder auch als Heiler oder beides, können da auch nochmal ganz toll dazu beitragen. Denn wir haben da zwischen der Wintersonnenwende und Neujahr haben wir ganz, ganz tolle Konstellationen, die alle spirituellen Arbeiter unterstützen. Wenn ihr da dazugehört, dann solltet ihr das auch nutzen. Genau, dann haben wir Weihnachten. Weihnachten sieht auch
gut aus für euch. Da geht der Mond im Skorpion, betont hier die Lilith, könnte für euch vielleicht auch eine heiße, heilige Nacht werden, eine sündige Nacht. könnt ihr ja mal schauen. Also das sieht eigentlich sehr schön aus. Auch hier wieder mit dem Mars. Das bringt natürlich auch eine Energie von Leidenschaft in die Begegnungen rein. Also das sieht alles sehr schön aus. Das dürfte euch gefallen, das Weihnachtsfest. Und vielleicht sind diejenigen, die fest liiert sind, auch gerade so drauf, dass sie für ihren Schatz was Überraschendes finden oder auch sexuell, also auch erotisch, dass ihr vielleicht euren festen Partner überraschen könnt. Dafür würden die Sterne auch sehr gut stehen. Genau, dann haben wir den Neumond am 29. Der findet dann auch wieder bei euch im Haus der Sexualität und Kreativität statt. Tja, und da ist ja klar, was das sich da anbietet. Einfach da auch nochmal, dass ihr in euch geht und euch überlegt, was ihr euch da wünscht, was ihr euch vielleicht vom Partner wünscht, was ihr selber noch so erleben wollt und ausprobieren wollt. Natürlich sind damit auch alle kreativen Projekte begünstigt. Für manche auch das Glücksspiel, aber nicht solange Merkur noch rückläufig ist. Also wenn ihr irgendwas mit Lotto machen wollt, bitte erst wieder nach dem 8. Januar. Aber kann auch sein, dass ihr Freude mit Kindern habt, habe ich ja schon gesagt. Vielleicht schenken die euch schöne, selbstgemachte Sachen zu Weihnachten. Also es ist eine sehr schöne Konstellation für euch. Und dann Silvester schließlich noch. Okay, der Mond geht da bei euch durchs Haus der Arbeit. Vielleicht macht ihr eine Fete und habt viel zu tun. Aber ansonsten haben wir dann hier Mars, Neptun, so Silvester und Neujahr in Konjunktion in eurem Partnerhaus. Also dann gehört ihr vielleicht auch zu denjenigen, die dann jemand Neues kennengelernt haben und gemeinsam ins neue Jahr feiern. Das wäre doch schön. Gut, jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz eure Top-Tage, die ich rausgesucht habe, die für euch besonders schön sind. Nämlich gleich den 1. und 2. Dezember. Wie hatte ich ja schon erwähnt, da geht der Mond dann hier auch noch durch euer Haus der Sexualität. Also es sind zwei tolle Tage, um im Bett was Tolles Neues auszuprobieren oder eben wahlweise auch was ganz Tolles, Kreatives für euch selbst zu tun. Und dann haben wir am 5. diese schöne Wiegenkonstellation hier. Und die zeigt jetzt bei euch auf die Achse der Werte und auch der Verpflichtungen, und das ist auch die Achse der Ehe. Also diejenigen von euch, die verheiratet sind oder schon lange einen Partner haben, die haben ja sowieso Uranus im Ehehaus und sind auch so ein bisschen genötigt, sich öfter mal was Neues einfallen zu lassen. Und das wäre jetzt eine tolle Gelegenheit. Da gibt es einige Konstellationen, aber die ist besonders schön am Montag. Einfach mal den eigenen Schatz, den schon längerjährigen, überraschen und euch was Schönes einfallen lassen. Oder vielleicht werdet ihr auch schön überrascht. Denn mit dem Jupiter hier im 2. Haus denke ich schon, dass ihr damit rechnen könnt, auch mit tollen Weihnachtsgeschenken überrascht zu werden. Genau, dann habe ich hier noch den 6. und 7. Das sieht auch gut aus für euch. Da ist jeweils noch die Venus auch für euch im 5. Haus. Und der Mond heizt hier euer Begegnungspotenzial an. Der steht für euch dann im Partnerhaus, ist auch nochmal sehr schön für diejenigen, die gerne noch jemanden kennenlernen möchten im Dezember. So, und dann am 11. ist noch ein toller Tag für euch, genau, zum Pläne machen. Ist auch ein lustvoller Tag wieder und auch ein Tag, um Pläne zu machen. Vielleicht eben auch Pläne dafür, was man noch alles Lustvolles machen könnte oder vielleicht auch, wohin ihr gerne verreisen wollt. Und der 24. Genau, wie ich schon sagte, vielleicht lieber eine sündige Nacht statt ein heiliger Abend oder vielleicht auch erst den Heiligabend und dann noch eine sündige Nacht. Dafür stehen die Sterne einfach toll. Und am 29., um euch mit dem Thema Tantra oder etwas Ähnlichem für euch zu beschäftigen. Also insgesamt seht ihr schon, ein Dezember trotz Weihnachtsstress und Weihnachtshektik kann ein sehr lustvoller und kreativer Monat für euch werden, wenn ihr das eben entsprechend gestaltet und euch auch ein bisschen Zeit dafür nehmt. Und Zeit für Spaß. Das 5. Haus ist auch das Haus der Bühne. Also diejenigen von euch, die in irgendwelchen Krippenspielen mitspielen, werden auch Spaß dabei haben oder im Chor auftreten. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Also haut rein und lasst es glitzern und knistern und schaut, dass ihr wirklich diesen ganzen Aktivitäten auch den Spaßfaktor abgewinnt. Und natürlich die spirituellen Jungfrauen, die können auch ganz, ganz viel bewirken durch ihre spirituelle Arbeit. Genau.
Ja, meine Lieben, dann möchte ich euch natürlich noch empfehlen, wenn ihr möchtet, für euch selbst ein Jahreshoroskop als Geschenk oder auch für den Partner, entweder von mir als Beratung mit CD oder das gibt es jetzt auch schriftlich von mir. Das sind Texte, die habe ich selbst verfasst und dann werden die vom Computer für euch zusammengestellt, wird als PDF verschickt. Ist also auch nochmal was für die letzte Minute. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Dezember, ein herrliches Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns hier wieder dann zum Jahreshoroskop und bis dahin alles Gute mit den Sternen.